Hallo ihr Lieben, ich melde mich jetzt endlich wieder zurück, auch einmal komplett mit neuer Frise hier. Ich hoffe, dass es euch gut geht und auf jeden Fall Entschuldigung, dass es halt so lange gedauert hat, aber ich habe im August super, super, super viel gearbeitet, gemacht und getan, beim Tierschutz war tätig, beim Pferd, dass ich einfach, ja, nicht so viel Zeit hatte, um das Video zu drehen. Aber jetzt kommt endlich der Lesemonat Juli, den ich euch präsentiere. Ich habe im Juli 4 Bücher gelesen. Ich hatte mir eigentlich mehr vorgenommen, aber es hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Von daher, ich meine, es ist jetzt auch kein Wettrennen, beziehungsweise kein Muskelvergleich, wer mehr Bücher schafft. Aber 4 Bücher sind es geworden. Und ich stelle euch die jetzt einmal so nach und nach vor. Wie immer, um die Spannung zu halten, werde ich die erste nach und nach aufdecken. Fangen wir jetzt mit einem Buch an, welches schon lange auf meiner Wunschliste war. Und da ich ja eigentlich überwiegend Fantasy, Urban Fantasy lese, wollte ich jetzt einfach mal eine kleine Abwechslung haben und habe von Kira Moon Wild Like a River gelesen. Das ist vom Setting her wirklich grandios. Also ich liebe Kanada. Ich war noch nie in Kanada, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Ja, storytechnisch fand ich es auch wunderschön. Heaven auf ihrem Weg zu begleiten. Sie ist ja die Tochter eines Rangers, sprich, sie kennt sich in der kanadischen Wildnis einfach richtig, richtig gut aus. Kommt auch alles sehr, sehr glaubwürdig und authentisch rüber, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Im Laufe der Zeit lernt sie jemanden kennen und zieht dann in die nächstgrößere Stadt. Das ist dann Edmonton in Kanada. Und ja, sie lernt dann quasi das Leben als ganz normales College Girl kennen. Das ist ein bisschen stereotypisch teilweise. So dieses Waldmädchen, was vorher im Prinzip wirklich nur die Natur und die Wildnis kannte, kommt auf einmal auf ein College. Natürlich gibt es dann diese typischen Bad Guys, es gibt die typischen Mean Girls. Also es ist so ein bisschen stereotypisch zwischendurch. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Buch wirklich, wirklich schön. Mir hat auch der Schreibstil von Kira Moon sehr gefallen. Also es ist super flüssig. Kommt einfach super schnell rein. Ich konnte Nähe zu den Protagonistinnen aufnehmen, sprich, konnte mich einfach total in sie hineinversetzen. Was mich halt ein bisschen gestört hat, ist, sie halt nie wirklich mit ihrem Vater geredet hat. Und zwar geht es da auch unter anderem um ihre Mutter. Und das erfährt sie erst nach und nach während der Geschichte, was da passiert ist. Meiner Meinung nach hätte sie eigentlich mit ihrem Vater sofort reden sollen, weil Heaven ist eigentlich eine Person, die, wenn Probleme da sind, wirklich sofort anspricht. Von daher fand ich es halt ein bisschen komisch, dass sie mit ihrem Vater nicht sofort geredet hat. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Buch wirklich eine wunderschöne Geschichte. Ja, Luna ist gerade vor die Kamera gelaufen. Wie gesagt, also vom Setting her auf jeden Fall eine richtig grandiose, wunderschöne Geschichte. Von der Story her hat sie mich auch sehr mitgerissen. Ich fand die Protagonistinnen alle richtig cool drauf. Ich konnte Nähe zu denen aufbauen. Der Schreibstil war wunderbar. Es war mal eine kleine Abwechslung von meinen ganzen Fantasy-Sachen. Und ja, ich gebe dem Buch auf jeden Fall 4,5 Sterne. Wer mir auf anderen Plattformen folgt, auch schon länger folgt, weiß, dass ich ein absoluter Sherlock Holmes-Fan bin. Also jedes Mal, wenn ich in London bin, fahre ich immer zur Tutuwongi Baker Street und ja, schaue mir einfach alles an, weil ich Sherlock Holmes liebe. Und beim Koppenrad Verlag ist Sherlock Holmes, also das sind die ersten beiden Bücher von Arthur Donald Coyle, das ist einmal Studien Scharlachrot und das Zeichen der 4, gibt es einmal jetzt eine Schmuckausgabe. Sprich, Schmuckausgabe im Koppenrad Verlag ist immer wunderschön, also das ist beim Lesen einfach ein richtig cooles Erlebnis. Ich habe bereits ein paar Schmuckausgaben schon gelesen, aber das bedeutet zum Beispiel, dass halt jede Menge Karten, Zusatzinformationen im Buch mit enthalten sind und generell, ich versuche mal gerade eine coole Seite zu finden auf Anhieb. Generell sind die Seiten, alle, ich will das Buch jetzt nicht zu krass knicken, richtig schön gestaltet. Also das Leseerlebnis wird bei den Koppenrad-Büchern, zum Beispiel hier, richtig cool gemacht. Hupala, damit gerade meine Katze erschrocken. Insgesamt wirklich ein richtig cooles Buch. Ich habe keine Originalbücher von Doyle gelesen. Jetzt habe ich es tatsächlich endlich geschafft. Die ersten beiden Bände aus der Sherlock Holmes-Reihe, die haben mich wahnsinnig überzeugt. Ich liebe einfach den Stil. Das Ganze spielt im 19. Jahrhundert. Ich habe es gerade abgelesen. Und es ist einfach vom Feeling her, wie London damals war, einfach so authentisch. Ich habe quasi wirklich mir alles richtig bildlich vorstellen können, wie die durch das London des 20. Jahrhunderts reisen, Fälle lösen. Ich mag den Humor, ich liebe den Humor in diesen Büchern. Also das Buch konnte mich auf jeden Fall sehr überzeugen. Es ist eine wunderschöne Abwechslung auch für zwischendurch und halt auch wirklich ein Klassiker. Wer die Serie Sherlock Holmes gesehen hat, findet auf jeden Fall ein paar Parallelen zu den Büchern. Von mir gibt es auch auf jeden Fall 5 von 5 Sternen durch einfach die Aufmachung des Buches
wunderschön finde. Ja, als nächstes eine Fantasy-Reihe, die ich wirklich liebe. Wer meine letzten Videos gesehen hat, hat vielleicht mitbekommen, dass ich vom Vorgänger nicht ganz so überzeugt war. Aber ich habe jetzt die Hexersaga 3 gelesen, das ist Feuertaufe. Und ich muss sagen, das Buch hat mich wirklich geflasht. Es ging einfach im klassischen Stil weiter, sprich, die Story wird erzählt aus der Sicht von meinen drei LieblingsprotagonistInnen, dem Hexer natürlich Geralt, der lieben Ciri und der richtig coolen Yennefer. Ich mochte Yennefer am Anfang nicht unbedingt, das hat sich aber auf jeden Fall geändert. Ich liebe Yennefer. Das Buch ist auf jeden Fall eine konsequente Weitererzählung der Story. Es geht auf jeden Fall super, super, super spannend weiter. Also ich habe richtig mitgefiebert und Ciri entwickelt sich einfach so krass, das finde ich einfach, oder ihren Werdegang mitzuverfolgen, das ist so spannend. Was mich ja im vorherigen Buch so ein bisschen genervt hat, waren ja diese ganz vielen kleinen Zwischensequenzen oder kleinen Kapitel von irgendwelchen Leuten, die einfach nie wieder vorkamen. Es ist ja komplett wieder rausgenommen worden, sprich, es geht wirklich nur um unsere drei Hauptcharaktere, meine ich. Und wenn da irgendwie mal so ein kleines Zwischenspiel drin war, dann aber auf jeden Fall auch von bekannten Personen. Ich habe wirklich die Reise von Geralt geliebt. Es gibt einfach noch so viele Geheimnisse, die gelüftet werden müssen. Und das Ende war ein richtiger Cliffhanger. Ich fand das so krass. Ich freue mich auf jeden Fall, es weiterzulesen und auch generell zu wissen, wie die Hexersaga ausgeht. Das weiß ich nämlich wirklich gar nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen durch irgendwelche Memes, Posts, was auch immer. Also ich weiß nicht, wie die Hexersaga ausgeht. Ich bin wahnsinnig gespannt. Also das Buch hat mich auf jeden Fall wieder dazu ermutigt, auch schnell weiterzulesen. Wie gesagt, der Vorgänger war so ein bisschen geht so. Der Teil ist wirklich, bis jetzt würde ich auch sagen, der beste. Auf jeden Fall wirklich eine ganz große Empfehlung an diese Reihe. Für mich ist immer bei den ganzen Hexerbüchern das allerschönste Dialoge zwischen Ciri, dem Hexer, und Yennefer. Man merkt einfach richtig, dass Yennefer die Hosen anhat. Es sind so viele lustige Sätze dabei. Also ich bin wirklich immer am Grinsen, wenn ich die Dialoge verfolge. Mir gefällt es wirklich super, super gut. Und auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Und ich gebe dem Buch auch 4,5 von 5 Sternen. Zum Schluss habe ich noch ein Buch zugeschickt bekommen vom Carlsen Verlag. Das wurde jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig bei Instagram gehypt. Ich fand es auch richtig gut und zwar ist das All Our Hidden Gifts. Ja, für mich auf jeden Fall ein wunderschönes Buch. Ich hatte vielleicht gehofft, dass das eventuell ein Jahreshighlight wird. So viel Potenzial hat es leider nicht für ein Jahreshighlight. Ich fand es aber wirklich schön für zwischendurch. Das Ding ist halt, dass ich das Thema Tarotkarten an sich auch wahnsinnig faszinierend finde. Und ich hatte auch früher mal ein Tarot-Deck. Das habe ich mir so mit, keine Ahnung, 14, 15 Mal geholt. Habe es aber natürlich nie geschafft. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, noch mehr über Tarotkarten an sich zu erfahren. Was ich leider ein bisschen schade finde, dass das Thema Tarot im Laufe der Geschichte immer weniger wird. Das hat mich halt so ein bisschen, ja, ich fand es einfach schade, weil ja die Tarotkarten im Prinzip der Knackpunkt der Story sind. Weil generell auch die Fantasy-Elemente im Laufe der Story ein bisschen weniger geworden sind. Zur Mitte hin geht es dann eher tatsächlich um die Liebesbeziehung zwischen der Maeve und ihrem Freund Roe. Beziehungsweise der Roe ist eine nicht-binäre Person, das fand ich auch echt interessant, das alles zu lesen. Dass da einfach auch so ein paar Knackpunkte waren, mit denen Maeve sich schlagen musste, was ich eigentlich ganz cool fand auf jeden Fall, aber halt zu diesem Fantasy-Tarot-Element nicht so sehr gepasst hat. Also zusammen versuchen die halt ihre beste Freundin zu finden, welche auch gleichzeitig die Schwester von Roe ist. Ich fand es spannend zu verfolgen, wie die drei Freunde, also Maeve, Roe und Fiona, zusammen dem Ganzen hinterhergegangen sind. Es geht halt darum, dass durch das Tarotkartenlegen die ehemalige beste Freundin von Maeve auf einmal verschwindet. Keiner weiß, wohin sie kommt, wo sie abgeblieben ist und das versuchen die drei halt herauszufinden. Dieses Katz-und-Maus-Spiel fand ich schon sehr interessant, das hat mich sehr unterhalten. Wie gesagt, das Thema Freundschaft wird ganz, ganz oft hervorgerufen in dem Buch. Geht teilweise auch stark ums Mobbing, was ich ja absolut fluche. Also Mobbing ist einfach scheiße. Ich fand das Setting auch richtig cool. Das spielt in irgendeiner kleinen Stadt in Irland. Ich habe jetzt vergessen, wie die Stadt genau heißt. Es ist halt nicht dieses typische Setting, sondern wirklich eine ganz kleine Geschichte. Stadt in Irland, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe, obwohl ich einmal durch Irland gereist bin. Aber ich konnte mir einfach alles so richtig bildlich vorstellen. Das wirkte sehr, sehr, sehr authentisch. Ich mochte das Ende. Ich hatte halt in vielen Beiträgen bei Instagram gelesen, dass die mit dem Ende nicht klargekommen sind. Aber ich fand das Ende richtig cool. Das ist halt ein offenes Ende, sprich, es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Band. Und für mich ist einfach die allergrößte Frage zu lautern, warum ist das alles passiert? Also das wurde noch nicht so ganz herausgefunden.
Also es wurden definitiv noch nicht alle Geheimnisse und das ganz große, wieso, weshalb, warum, ist halt noch nicht gelüftet. Mich würde halt interessieren, warum das alles so passiert ist. Also ich will jetzt auch überhaupt nicht spoilern, aber es sind halt ein paar Sachen passiert, wofür es halt noch keine Erklärung gibt. Warum ist Bär aufgetaucht? Warum ist jemand genau dahin gegangen? Das will ich halt alles noch wissen und das ist halt alles noch nicht behandelt worden in dem Buch. Von daher hoffe ich einfach auf eine genauere Erklärung im zweiten Band. Das würde ich mir einfach wünschen, weil ich hasse das immer, wenn man ein Buch liest und dann am Ende des Buches einfach mehr Fragen hat, als irgendwie man mit dem Buch eingestiegen ist. Deshalb gibt es von mir 3,5 Sterne für das Buch. Ja, ihr Lieben, das waren meine 4 Bücher aus Juli. Ich hoffe, dass ich mein nächstes Video mit einem neuen Mikrofon drehe, dass ich einfach auch wirklich professioneller diesen Sound hinbekomme, denn ich weiß, es ist jetzt nicht gerade cool, beziehungsweise mein Sound hier auf der Kamera ist einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deshalb, ich werde mir jetzt ein Mikrofon bestellen für meine Kamera und hoffe einfach, dass ich beim nächsten Video das direkt schon habe, sodass ich euch mit einem neuen Sound auf jeden Fall überraschen kann. Ich hoffe es. Ja, bis dahin, ich werde auf jeden Fall nicht so lange brauchen mit meinem Rückblick August. Bleibt einfach gesund und ich hoffe, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder.